Jo Leute, Sinja am Start, willkommen zur Review der dritten Episode von Boruto Naruto Next Generations, dem Anime. Und erstmal sei gesagt, ich hoffe, ihr hattet alle schöne und frohe Ostertage. Ich habe mir auch eine klitzekleine Pause gegönnt und jetzt fängt's wieder richtig knackig an mit dem Boruto-Anime. Heute kommt noch ein anderes Video, nämlich die Fragen zu Fairy Tail. Das kommt alles heute. Und dann geht's am Wochenende wieder ab mit Mega-Weekend. Doppelkapitel und so weiter, muss ich nicht näher drauf eingehen, wisst ihr alle Bescheid. Zur Folge muss ich sagen, hat Boruto jetzt doch ein bisschen mehr Fokus, als ich gedacht habe. Obwohl hier deutlich Metal Lizzo im Fokus steht. Aber trotzdem haben wir auch hier wieder so einige Sachen in Bezug auf die erste Folge. Nicht so die zweite mit Iwabe und so weiter, weil wir da ja so ziemlich gar nichts gesehen haben, was wirklich so ein bisschen interessant war. Aber in dieser Folge ist wieder so ein bisschen was Krasses da, auch wenn man das am Anfang nicht so genau denkt. Das Ganze beginnt halt damit, dass die Klasse von Boruto halt wirklich am Trainieren ist, eine Trainingseinheit hat und mit den Shuriken trainiert und so weiter. Boruto hatte ja anfangs auch so ein bisschen Probleme damit und so weiter, aber der scheint das alles wirklich perfekt jetzt zu können, genauso wie Metal Lee und so weiter. Und es geht halt speziell um Metal Lee, der halt wirklich Probleme damit hat, gerade mit Lampenfieber, Nervosität und so weiter umzugehen und generell in einer Gruppe, wenn er beobachtet wird oder wenn man ihm zuguckt oder sowas, dass er dann halt nicht wirklich überzeugen kann. Diese Übungen gehen dann auch so aus, dass Boruto halt auch wirklich ein bisschen Quatsch macht, den Fuma-Shuriken rausholt, also einen riesigen Shuriken, und damit halt ein bisschen Blödsinn anstellt. Er trifft dadurch Metal Lee und so weiter und so fort. Nicht wirklich wichtiger Stuff an der Stelle. Die kriegen alle Ärger und werden von Shino dazu verdonnert, den Hokage-Kopf von Naruto wieder zu reparieren, beziehungsweise bei den Bauarbeiten so ein bisschen zu helfen, so eine Art Strafarbeit, wo wir ja gesehen haben, dass Boruto in der allerersten Episode mit dem Waggon einfach in diesen Kopf reingefahren ist und alles zerstört hat. Und wir sehen auch ein bisschen Stuff um Shikadai, also Shikamarus Sohn, dass er halt auch so ein bisschen eine ganz klitzekleine Charakterentwicklung macht, denn er hat sich natürlich auch damit auseinanderzusetzen, dass er sich selber Fehler eingesteht und nicht immer nur den anderen die Schuld gibt. So ist es dann nämlich auch so, dass Shikamaru ihm sagt, ja, du verlierst deine Ehre als Mann, wenn du immer nur den anderen die Schuld für deine Fehler gibst, oder du bist halt auch da halt eben mitgehangen, mitgefangen, du hast also auch Scheiße gebaut, gib halt nicht immer irgendwie Boruto die Schuld oder irgendwem anders, wenn der da primär die Scheiße gebaut hat. Wenn du da mit dabei warst, dann hast du auch halt Blödsinn gemacht und dementsprechend musst du dir diese Fehler eingestehen und dafür einfach gerade stehen. Ist dann auch so, dass sich gerade in den letzten Minuten der Episode Shikadai dann halt auch bei Metal Lee entschuldigt dafür, dass er ihn halt so ein bisschen angeprangert hat und gesagt hat, ja, komm mal ein bisschen klar auf den Charakter und so weiter. Du musst halt ein bisschen was an deiner Persönlichkeit einfach machen. Du musst halt ein bisschen an dir arbeiten und ein bisschen selbstsicherer sein und so weiter. Das Interessanteste an der ganzen Folge ist eigentlich, dass wir Metal Lee haben, der natürlich abends dann verschwindet, nach Hause geht, was weiß ich, irgendwie so. Den sehen wir dann erstmal nicht mehr, und am nächsten Tag ist er komplett anders, denn er hat genau die dunkle Aura wie Denki aus der ersten Folge, die Boruto mit seinem total komischen Auge einfach wahrnehmen konnte. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Boruto wieder, der sein komisches Auge wieder freilässt, und er macht sich halt auch Gedanken darum, was das denn sein könnte letztendlich. Er spricht auch später seine Mutter Hinata darauf an und so weiter, also nicht gezielt, dass er das hat, sondern einfach, was es mit diesen Augen des Hyuga-Clans auf sich hat, mit dem Byakugan und so weiter und so fort. Aber wir sehen auch auf der anderen Seite, dass Metal Lee diese dunkle Aura hat und natürlich jetzt sehr, sehr selbstsicher und zielbewusster und selbstbewusster vorgeht. Er ist ein komplett anderer Mensch, kann man sagen. Denki hat es in der ersten Folge an Stärke gefehlt und Metal Lee jetzt in dieser Episode an Selbstbewusstsein, und beiden wird es irgendwie gegeben und die werden dadurch irgendwie ein bisschen stärker, habe ich das Gefühl. Letztendlich ist es dann so, dass Metal Lee die drei einfach dann angreift. Also Shikadai, Boruto und Inojin. Die drei kämpfen dann kurz gegen Metal Lee und wir sehen einen Übermodus. Ich habe echt gedacht, Metal Lee öffnet da jetzt die übelsten 8 inneren Tore, Alter. Ohne Scheiß, denn er sah wirklich komplett aus, als würde er ausrasten. Und man hat wirklich gesehen, dass er sich
auflädt und wirklich komplett rot wurde, ja, ohne Scheiß, gerade als Taijutsu-Nutzer, was wir von Rock Lee und von Guy und so weiter alles kannten aus Naruto Shippuden und auch aus Naruto Classic und so weiter, da muss ich einfach sagen, Alter, das war krass, damit habe ich wirklich nicht gerechnet, dass Metal Lee jetzt sich so auflädt und komplett wahnsinnig wird, weil er die drei da unbedingt fertig machen will und von sich überzeugen möchte, weil er anscheinend von irgendwas besessen ist. Und um nochmal auf diese Dunkelaura ein bisschen zurückzukommen, haben wir gerade am Anfang der Folge eine schwarze Silhouette, einen Schatten und sowas gesehen, mit roten Augen auch wieder so ein bisschen. Es sah ein bisschen aus wie so ein affenähnliches Monstrum oder sowas. Das war ein bisschen komisch. Also keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Vielleicht wird das auch nochmal ein bisschen Manga-relevant, kann auch sein. Aber vielleicht ist es auch nur irgend so ein Filler-Stuff und letztendlich ist es irgendwie was ganz Komisches und was ganz anderes, als jetzt jeder denkt, der dann halt eben Denki und auf der anderen Seite Metal Lee beeinflusst hat. Metal Lee knockt sich dann im Grunde eigentlich selbst aus, nachdem er dann gegen die drei gekämpft hat. Und wird wieder normal. Das Ding ist halt eigentlich, dass diese Art Hypnose oder diese Besessenheit nicht wirklich lange anhält und nicht jetzt wirklich so krass stark ist. Ja, sie hält nur von kurzer Dauer an so wirklich und sie macht den Charakter nur vorübergehend ein bisschen stärker. Und letztendlich war es das. Also mal gucken, was sich daraus dann noch ergibt. Und dann gerade gegen Ende der Folge, wo es dann wirklich in Richtung Boruto wieder geht, sehen wir dann, dass er nach Hause geht und so weiter. Wir sehen auch ein bisschen Zoff mit Naruto, mit seinem Vater, dass er nach Hause kommt, wirklich komplett müde von der Hokage-Arbeit ist und so weiter, wirklich ins Bett geht, nicht wirklich viel Zeit mit seiner Familie verbringt, wenn er dann mal zu Hause ist. Und wir sehen halt den typischen Abend von Boruto, wie er nach Hause kommt, isst und so weiter. Und dann natürlich so ein bisschen auf die Augen anspricht, was es mit dem Byakugan auf sich hat, dass er sich halt schon ein bisschen Gedanken darüber macht und so weiter und dass man ein paar Verbindungen zu Neji und so weiter in alten Bildern und so weiter wieder sehen kann. Wir sehen aber auch, dass Boruto Himawari sehr anschaut, ja, ob sie denn sowas auch hat. Letztendlich, ich habe absolut keine Ahnung, was das jetzt sein soll, was Boruto hat, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was Denki und Metal Lee da jetzt wirklich besessen hat. Müssen wir einfach mal abwarten. Die Hälfte der Akademie ist ja, denke ich, schon vorbei. Ich glaube, bis Folge 6 geht's ja. Nächste Folge ist dann so ein bisschen Boruto gegen Sarada, so ein bisschen dieses auch wieder so eine Trainingskampfeinheit mit diesem Battle und so weiter. Und dann geht's wahrscheinlich auch schon in Richtung Mizuki, wenn der Typ dann mal endlich da ist. Da freue ich mich besonders drauf. Das war's soweit von dieser Review. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal oder auch morgen bei der Preview-Analyse. Haut rein. Ciao.